Ja, hallo und herzlich willkommen. In dem Video möchte ich zeigen, wie man bei Safe Creative seine Musik sicher schützen kann und ihnen auch einen Creative Commons Status geben kann, je nachdem, wie man es braucht. Ich habe es ein paar Mal schon verwendet. Hier ist ein Beispiel auf YouTube. Kommt plötzlich bei meiner Playlist eine Meldung, dass hier Urheberrechtsverletzung wäre und jemand Urheberrecht beansprucht. Habe ich recherchiert. Das kommt öfters vor, dass hier illegalerweise Urheberrecht beansprucht wird für eigene Sachen, bei anderen Leuten auch. Das war ein Lied von mir, das ich selber gemacht habe, das ich schon 2017 registriert habe. Und irgendjemand hat den Titel dem gegeben, Mr. Roboto Live, und hat das auf irgendeine Plattform dann monetarisiert. Passiert sehr oft. Deswegen ist es sinnvoll, hier seine Rechte zu schützen. Man kann dann den Link, den ich euch nachher zeige, dann nachher da reinkopieren, wenn man diesen Einspruch macht. Ich habe hier schon Einspruch eingelegt, deswegen sieht es so aus. Ich hoffe, das klappt mit dem Einspruch, weil ich habe rechtliche Handhabe, hat man nicht viel international. Wenn irgendeiner hier was klaut, kann man höchstens mal sich beschweren, aber wenn es gut klappt, wird der Einspruch stattgegeben und der Einspruch wird zurückgezogen und manchmal kann man auch gar nichts machen. Jo. Jetzt hier zu der Plattform safecreative.org. Da gibt es verschiedene Versionen. Ich habe mir die Professional gekauft, weil ich so viel Musik immer hochlade, brauche ich ziemlich viel Speicherplatz. Zum überhaupt mal testen und als Start empfehle ich einfach die freie Version. Da kann man 10 Registrierungen im Monat machen, wenn man nicht so produktiv ist wie ich. Bin ich jetzt ziemlich irrsinnig produktiv und hat 500 Megabyte Speicherplatz und muss es halt wieder erneuern. Mal zum Testen. Bei der Anmeldung gibt mir seine Daten ein. Ich habe bisher noch nie irgendeinen Telefonanruf von denen gekriegt. Kann man überlegen, was man alles angeben kann. Wichtig ist Vor- und Nachname, dann auch der Künstlername ist wichtig. Da muss man allem zustimmen. Hier hat man dann seinen Account. Geht auf Register, ich möchte was registrieren, hat dann die Auswahl zwischen verschiedenen Sachen. Ich habe auch schon Bilder von meinen Covers registriert, damit da nicht irgendwie plötzlich mal eine Klage kommt, Bilder geklaut oder irgendwas. Und ich habe hier auch, gehe hier auf Musik, habe ein Feld, wo man auf Drag and Drop alles reinziehen kann. Ich mache immer gleich einen ganzen Bündel von Liedern, die ich dann reinziehe. Suche mir irgendwas im Explorer raus. Hier habe ich mal ein Beispiel, einen Jingle. Habe ich hier drin, lädt, geht mal auf Weiter. In der Übersicht kann man noch eine kleine Beschreibung reinmachen. Ich empfehle auch immer, einfach den Filename zu nehmen. Ich habe mir selber so eine laufende ID ausgedacht. Dann tut mir hier auch bei dem Creative Commons einstellen, was für eine Creative Commons haben möchte. Ich nehme immer die, wo man zitieren muss, also eine Credits machen muss, dann wo für nicht kommerzielle frei ist, aber für kommerzielle, die können sich eine Lizenz kaufen und keine Derivate, keine Mixes, Remixes, außer auf Anfrage, so mache ich das dann immer. Ich schreibe drin keine No Derivates, aber wenn die Leute fragen, dürfen sie das meistens machen, ein Remix oder irgendwo was für einen Podcast quasi, ein Ausfaden ist ja auch ein Remix. Dann kann man hier entscheiden, ob man das abspielen lassen will, dass man das quasi anhören kann, sagt, oh, das ist ja halt sein Song, falls es da Streitigkeiten gibt. Download kann man machen, würde ich jetzt hier nicht unbedingt machen. Und man kann hier auch noch bei Safe Creative People, das zeige ich nachher auch noch, kann man ein Häkchen setzen, dann ist die Musik da auch noch erschienen. Das ist eine kleine Plattform, vielleicht wird die ja auch mal größer. Ist noch ein bisschen in den Anfängen. Hier sieht man, habe ich den Titel rein, habe ich noch eine kleine Beschreibung gemacht. Den Haken mit Send to Creative People. Dann habe ich hier noch die Lizenz gewechselt. Wie gesagt, auf Creative Commons CC BY, also Credits geben. Und dann der andere Kürzel ist NC, Non-Commercial. Ist frei, aber Commercial muss man eine Lizenz kaufen bei mir. Und No Derivates, also keine Remixes oder ein Ausfaden ohne Anfrage. Oder ist man erstmal anzubieten und dann kann man es ja zulassen, gefragt wird. Dann nächste
Feld. Hier habe ich auch extra meinen Namen mit dem Künstlernamen gemacht, mit dem Autorenschaft, weil bei Spotify wollen sie immer den Originalnamen haben und der Künstlername kann man wieder an einer anderen Stelle wieder eingeben. Deswegen ist es immer gut, wenn beide Namen in Verbindung sind irgendwo bei der Registrierung. Also der normale Name und dann der Künstlername dazu noch. Empfehle ich eben. Manchmal gibt es ja auch Doppelungen. Also Lobo Locos gibt es jetzt auch schon eine Menge. Ich habe schon so 2, 3 ausgemacht, die auch Musik machen. Von dem her, besser man hat es in Verbindung miteinander. Hier habe ich noch, man kann mit Pseudonymen registrieren. Da habe ich also nur als Lobo Loco drinstehen. Und ich habe jetzt auch für die Band manchmal auch registriert. Da habe ich dann einfach Kilokatz oder Kilobot mit reingenommen. Geht auch. Weil diese Vollversion, die ist ein bisschen teuer, wo man dann mehrere Künstler einlegen kann. Könnte man auch so machen. Dann hier zeige ich mal, wie das dann aussieht, wenn man so kreativ People drin hat. Da können wir hier noch ein Cover reinmachen. Könnt hier auch noch einen Text reinmachen, dass man Such initiiert. Also ist wie eine eigene Musikplattform, wo man seine Musik auch präsentieren kann. Aber passiert nicht so arg viel, ist nicht so arg viel los, aber besser es gleich mitzunehmen. Umso eher die Musik mal gefunden werden kann, umso besser ist ja. Dann geht man nochmal auf Safe Kreativ, auf die eigene Seite, zum mal zeigen hier. Settings, mal die Einstellung euch mal zeigen. Da kann man auch noch einige Sachen sich einstellen hier. Zum Beispiel der Newsletter, den kriege ich eigentlich sehr selten, wenn es mal Sonderangebote gibt. Gibt es manchmal, aber auch seltener. Dann möchte ich auf jeden Fall eine Mail haben, in der mein Zertifikat eingehängt ist. Das nutze ich und verschicke ich ja immer, wenn man Lizenzen kauft. Einen Haken kann man auch rauslassen. Dann würde ich sagen, ein Profil ist auch sehr sinnvoll, dass man ein eigenes Künstlerprofil hat zu den ganzen registrierten Sachen. Das macht schon Sinn, das ist wie bei allen anderen Plattformen auch, kann man sich ein bisschen einrichten mit Bild, mit einer Beschreibung, mit ein paar Links zu den Social Networks, Facebook und so weiter. Also macht schon Sinn. Dann so sehen die registrierten Songs aus in der Button-Ansicht. Man kann auch Listen-Ansicht machen. Man kann auch im Nachhinein noch Dinge bearbeiten. Ich habe zum Beispiel mit der Lizenz mal einen Fehler gemacht. Da konnte ich gleich seitenweise die Sachen nochmal ändern. Also gibt immer nochmal eine Änderungsmöglichkeit. Und jetzt hier bei dem Einzelnen, was ich gerade registriert habe, geht man auf die Seite, hat oben den Link. Jetzt bei YouTube würde ich jetzt diesen Link rauskopieren oben und dann bei YouTube bei Argumentation, wenn ich den Einspruch einlege für diese Claim-ID, dann kopiere ich den Link immer rein und schreibe selber für meine eigenen Werke und selber veröffentlicht und hier den Link und dann klappt es eigentlich meistens, dass man wieder seine Rechte zurückkriegt. Ich hoffe, diesmal klappt es auch wieder. Ein bisschen beten ist immer dabei. Dann nochmal zu den Creative People, wie das so aussieht, der eigene Place-Bereich. Da könnte man auch ein Cover dazu noch machen, da war ich jetzt gerade noch zu faul, weil ich so viel immer bei Creative Commons, bei Safe Creative hochlade. Und hier ist dann da mein Künstlerprofil. Ja. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich gerne fragen. Ich hoffe, das hat ein bisschen die Hürde genommen und die Angst, seine Sachen Creative Commons zu registrieren, zertifizieren, macht auf jeden Fall Sinn, weil wir werden ständig Sachen auch geklaut, dass irgendwelche Claim-IDs mal drauf sind und wenn ich das halt klar belegen kann, ist immer hilfreich. Oder wenn jetzt Kunden von mir ein Video hochladen, wird sich eine Claim-ID draufkriegen, dass ich da auch helfen kann. Sonst ist es so peinlich. Ja. Okay.